Ja, einen schönen guten Tag miteinander und am Stream und alle, die von seitlich innerhalb der nächsten halben Stunde noch dazukommen. Mein Name ist Christoph Pinkos, Geschäftsführer beim Verband Bildungsmedien, der dieses Forum organisiert. Mit mir sitzt Dr. Peter Schell, Mitglied der Geschäftsführung in der Westermann-Gruppe aus Braunschweig. Und wir haben uns vorgenommen, die letzte Forumsveranstaltung des heutigen Tages dem Thema Content is King, Ausrufezeichen, Fragezeichen, zu widmen. Und Hintergrund ist die Frage, ob wann oder ob vielleicht jetzt auch allmählich schon bei den großen Finanzierungsdebatten rund um das Thema Bildung es eigentlich immer nur um Breitband, WLAN, Endgeräte, Ausstattung mit ausreichend Steckdosen, Lehrergeräte geht, oder ob es eigentlich auch schon darum geht, dass qualitativ hochwertiger Content, ich sage jetzt bewusst Content, weil wir eben nicht mehr nur von Schulbüchern oder Arbeitsheften reden, sondern wirklich von Content, angeschafft werden muss, und ob die Aufmerksamkeit eigentlich bei den Entscheidern dafür da ist. Dazu freue ich mich, Herrn Schell dabei zu haben, der so ein ganz klein bisschen erstmal aus dem Nähkästchen plaudern wird und ich ihn dann noch mit zwei, drei Fragen löchern werde. Herr Schell, the floor is yours. Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung, Herr Pinkos. Ich freue mich, dass ich heute zu diesem Thema hier auch etwas sagen darf, etwas beitragen darf. Sie haben es ja schon erwähnt, in den Schulen oder auch in der öffentlichen Diskussion, auch bei den Eltern, ist zurzeit die digitale Bildung, die Digitalisierung des Unterrichts, wie werden die Kommunikationswege zwischen Schülern und Lehrern neu organisiert, verbessert. Das sind so die zentralen Themen. Hinzu kommt natürlich klar, wie immer, die Finanzierungssache, wie schnell geht das alles vorwärts und wie wird es organisiert. Das alles hat natürlich, das darf man so sagen, dazu geführt, dass scheinbar die Inhalte halt eben im Moment keine Rolle spielen. So nach dem Motto, was gelernt wird, ist irgendwie egal. Hauptsache, es geht darum, dass es möglichst digital gelernt wird. Und ich glaube, bevor wir uns, ist Content King, ist ja nur ein bisschen provozierende Frage. Man muss man eins vorwegschicken, meines Erachtens. Und das ist halt eben auch die Tatsache, die jetzt etwas, die langsam anfängt durchzuschimmern, die aber die Technik wieder mit dem Content verbindet. Das ist die Frage, wie wird mit diesem Medienmix in Zukunft so Unterricht gestaltet, dass ein optimales Ergebnis dabei rauskommt. Das will sagen, anders ausgedrückt, es geht auch um die Frage, gibt es schon tragfähige didaktische Ansätze, ausgereifte didaktische, pädagogische Konzepte, die den Lehrern an die Hand gegeben werden können, um mit diesem Medienmix, wenn er denn nun mal da ist und auch technisch eingestellt ist und keine Versagensängste mehr bestehen, so einzusetzen, dass ein Optimum an Bildungsergebnis, Ausbildung will ich nicht sagen, ein Bildungsergebnis dabei zustande kommt. Ich finde, wir sind hier noch ganz am Anfang der Entwicklung. Das ist auch eine Herkulesaufgabe, weil in der Tat technische Möglichkeiten mit inhaltlichen Notwendigkeiten verknüpft werden müssen. Und solange hier noch keine empirischen Studien da sind, wird das auch weiterhin sehr problematisch werden und wird auch quasi infolge der Technikdiskussion beginnt dann eine Diskussion, wie kriegen wir die Techniken jetzt so eingesetzt, dass möglichst alle Jugendlichen, alle Kinder auch unter den Bedingungen von Inklusion oder auch anderen Problemen, die die Schule jetzt haben, Begabtenförderung und so weiter, noch vernünftig funktioniert. Aber die Diskussion haben wir noch vor uns und die wird, so glaube ich fest, wird auch eine Zeit lang noch die Diskussion um, wie verändern sich Inhalte, bestimmen. Oder ja, oder sie wird vorgeschaltet sein, sagen wir es mal so.
Gleichwohl muss man auch sagen, wir haben jetzt auch eine Phase, nachdem große Reformvorhaben abgeschlossen wurden, in großen Bundesländern, in Bayern, in Baden-Württemberg hatten wir große Lehrplanrevisionen. Wir hatten in vielen Ländern auch Schulversuche. Ich erinnere zum Beispiel an den Versuch Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg, wo halt eben ein ganz anderes Unterrichtskonzept auch schon unter multimedialen Gesichtspunkten ausprobiert wurden. Diese sind gescheitert, aber auch an der Stelle scheint sich langsam so eine gewisse Beruhigung einzustellen, dass man die Medialisierung des Unterrichts nicht auch noch dadurch erschweren kann, dass man die Schulformen auch noch zur Diskussion stellt oder sogar die Länge der Gymnasialzeit oder die Länge der Grundschulzeit. Die Anfangsfrage war die, so viel als Vorbemerkung, und da habe ich, glaube ich, die Anfang der Frage war die, Content is King, provokant. Muss das so sein? Soll das so sein? Ich würde das ausdrücklich aus meiner Sicht bejahen wollen. Warum würde ich das bejahen wollen? Es ist faktisch so, dass der Fächerkanon, der Inhaltekanon in allen Schulfächern über alle Jahrgänge hinweg, denke mal, sehr, sehr eingefahren ist. Dort gibt es Änderungen, Lehrplanrevision hier und Lehrplanrevision da. Das mag alles der Fall sein, aber die zentralen Themen verschieben sich definitiv nicht. Da macht bemerkenswerterweise auch die Medialisierung des Unterrichts wirkt darauf gar nicht großartig ein, mal abgesehen natürlich von der Tatsache, dass Umgang mit neuen Medien natürlich auch zum Unterrichtsgegenstand wird, aber das ist ja nur eine Medienbildung, Medienkompetenz. Kurz, was ich finde ist, schauen Sie, wir müssen einfach akzeptieren, dass die mediale Darbietung der Unterrichtseinheiten und die konkreten Inhalte, die vermittelt werden sollen, unabhängig voneinander bestehen und auch weiter bestehen bleiben werden. Ich rekurriere mal den Herrn Professor Blum, das war ja von deutscher Seite ein Mathematiker, glaube ich, aus Fulda oder aus Kassel, der von deutscher Seite die PISA-Studie mit entwickelt hat und aufbereitet hat. Der hat einmal gesagt, Sie können den Kindern oder den Schülern so viel Medien in die Hand geben, wie immer sie wollen. Der Widerstand der Zahlen wird bleiben. Der Widerstand der Zahlen, den Sie dem Schüler, Schülerin entgegenstellen, der schwer mit ihm umgeht, umgehen kann, der wird bleiben. Ich will sagen, all diese Dinge, das können Sie jetzt über alle Fächer ausstreuen, das können Sie von Genetik und parlamentarischer Demokratie bis hin zu unschärfe Relationen nach Werner Heisenberg. Bitte, wir müssen bedenken, dass diese Inhalte eine eigenständige Identität haben, ein eigenständiger Bereich sind, der medial aufbereitet wird, der auch anders aufbereitet wird, aber der den Schülern und Schülerinnen ihre kognitiven Anstrengungen nicht einfach nimmt, ganz im Gegenteil. Es kann helfen, aber es mag für viele Schüler, die nicht entsprechend ausgestattet sind, sogar noch schwerer werden. So viel zum Thema Content. Content ist eine unabhängige Größe, die sich viel langsamer verändert, als es die digitalen Darbietungsformen, die multimedialen Darbietungsformen so wie wir es jetzt erleben, und das wird uns eine Zeit lang weitergehen, die dort unabhängig stehen bleiben und die nur über unterschiedliche Vermittlungswege erreicht werden. Also das heißt, Zeit, sich diesen Dingen zu widmen, egal in welcher medialen Form, muss weiterhin aufgebracht werden. Und jemand, der die unschärfe Relation, ich sag mal, beim besten Willen nicht versteht, ich habe das Beispiel mal jetzt ganz gezielt genommen, weil halt eben jeder Physiklehrer, wenn er ein Physikbuch aufmacht, zuerst mal guckt, ist das Thema vernünftig oder ist es überhaupt nicht verständlich. So, da werden diese neuen Medien uns nicht behelfen. Und diese Dinge werden sich ja nicht verändern. Die Prozentrechnung, die Bruchrechnung, das Dehnungshaar oder auch der Kalte Krieg, das sind Inhalte, die werden als Fertigkeit oder gesellschaftliches Bewusstsein in unserer Gesellschaft weiter erlernt werden müssen, um teilhaben zu können. Und das Zweite, der Unterricht hat ja nicht nur
diese eine Seite, nämlich Wissen zu erschließen, egal mit welchen Medien, sondern das hat uns ja die Corona-Krise nun eindeutig gelehrt. Schule hat auch ganz andere Aufgaben, die würde ich jetzt mal unter Content subsumieren. Das heißt, die Jugendlichen müssen soziale Umgangsformen lernen. Sie müssen lernen, sich in einer strittigen Diskussion auch mal durchzusetzen oder auch mal etwas zugeben zu müssen. Das schleift die Sprache, das schleift die nicht-verbale Kommunikation aus. Sie erleben sich als Gruppe. Sie erlernen auch, wie andere reagieren, wie sich das hat. Und das wird in der Schule, wie wir jetzt alle gelernt haben, ganz, ganz maßgeblich erlernt. Ist also auch Content, den die Medien so in der Form nicht vermitteln können. Und als letzter Satz, dann bin ich auch schon fertig, als letzter Satz, es kann wirklich kein Interesse von allen Bildungsbeflissenen sein, dass im stillen Kämmerlein in unzähligen Kinderzimmern Einzelkämpfer sitzen, die mit dem Unterrichtenden über ein LMS verbunden sind und die keine Gruppenarbeit mehr kennen, keine Klassendiskussion mehr kennen und sonstiges. Das kann keiner wollen und das soll es nicht geben. Und insofern müssen da die neuen Medien sogar ein bisschen in Schach gehalten werden. Damit wäre ich aber schon durch. Ich würde da direkt eingreifen oder einsetzen. Da kommt schon der Nachwuchs. Würden wir, glaube ich, alle unterstreichen, das kritische Denken, Kooperation, Kollaboration, Kommunikation, die Fähigkeiten, die weit über die eigentlichen Wissenserwerb hinausgehen. Das heißt also, etwas banal nachgefragt, die Vollendung eines digital perfekten Raums, so die Schultoilette funktioniert jetzt super und irgendwann funktioniert auch der digitale Raum mit Anschlüssen, allem Pipapo funktioniert super. Überrascht uns jetzt nicht, aber dann sind die Probleme, die wir auch vor Corona schon hatten, noch nicht gelöst. Ne? Dann sind die Menschen, die an das Thema Wissen, Bildung herangeführt werden sollen, sind noch nicht abgeholt. Das meinen Sie nämlich mit unterschiedlichen Darreichungsformen. Ja, natürlich nicht. Diese neuen Medien können wirklich dabei helfen, diese Probleme, die vorher schon da waren, die galoppierende Heterogenität in gewissen Schulformen, die sich auch darin manifestiert, nicht nur, dass unterschiedliche Begabungen oder Talente in einer Klasse vorhanden sind, sondern dass auch schwer beschulbare Jugendliche in einigen Schulformen anfangen, den Unterricht mitzugestalten. Also allerdings jetzt ein bisschen mitzugestalten, muss man richtig verstehen. Das riesige Thema Inklusion, das sind Dinge, die müssen noch mit dem multimedialen Unterricht zusammengedacht werden, bevor die Medien dabei helfen können, diese ganzen Probleme, die da sind, halt eben besser in den Griff zu bekommen. Es ist ja ein gern vorgetragenes Argument ist ja auch immer wieder, ja, diese Multimedialität, die macht es den Lehrkräften sehr viel leichter, binnen zu differenzieren. Ja, also unterschiedliche Schüler auch unterschiedlich einzeln zu behandeln, das ist sicherlich richtig so. Aber auch das erfordert von dem Lehrer Vorbereitungszeit. Auch das macht sich nicht von selber. Auch das ist als didaktisches Konzept auch überhaupt nicht belegt. Nein. Was? Nein? Wie ist es denn richtig? Das ist wirklich total falsch. Also, ja. Sie sagen viele kluge Sachen, aber wenn ich als Lehrer zum Beispiel eine Aufgabe als Game machen lasse, dann muss ich mich erstmal nicht vorbereiten, weil das kriege ich dann von Ihrem Verlag. Und dann weiß ich genau, ich sehe dann auf meinem Tablet, Sie haben super gut abgeschnitten und bei Ihnen muss ich noch Folgendes machen. Das kann ich als normaler Lehrer, weiß ich das auch ungefähr, aber ich weiß es jetzt genau. Ja, ich gebe. Das ist ein geniales Unterrichtskonzept, aber zu sagen, darauf müsse sich der Lehrer vorbereiten, nee. Ich glaub Ihnen das, da haben Sie recht. Daraufhin, diese Möglichkeit aufgreifen, dass der Lehrer einzelne Schüler ansteuern kann oder besser ansteuern kann, versuchen wir ja auch sogar schon zu verstärken, indem wir gerade bei uns halt eben um Medien oder Begleitmedien entwickeln, die der Lehrer einzelnen Schülern übers Netz zur Verfügung stellen kann. Das ist gar kein Thema. Aber auch das muss gelernt sein. Und ich gehe mal einen Schritt weiter. Nehmen wir als Beispiel mal, doch immer mehr Systemsprenger hochkommen im System. Also wir arbeiten mit 14.000 Lehrkräften zusammen, das sind unsere Autoren, die auch von solchen Fällen berichten.
Kinder, die, denke ich mal, sozial und kaum noch betreut werden, überhaupt nicht betreut werden. All die muss gerade der Nicht-Gymnasiallehrer auch in seiner Unterrichtsgestaltung mit einbeziehen. Und ich sag mal, nur alleine das über Digitalisierung in den Griff kriegen zu wollen, das glaube ich, das wäre die Medien, das wäre eine Überforderung der Lehrer und auch der Medien. Es ist nicht genau der Punkt, an dem die KMK mit ihrem ja durchaus sinnvollen Ansatz die Bildung in der digitalen Welt, um Lehren und Lernen in der digitalen Welt, sich da auch mal ein bisschen grundsätzlich Gedanken drum zu machen, sich genau da anzusetzen? Ja, ich denke, das ist auch die Aufgabe von uns Bildungsmedienanbietern hier, das alles didaktisch so hinzubekommen, dass eine Lehrkraft arbeitserleichternd oder stabilisierend Unterricht machen kann, sodass möglichst viele der jungen Menschen, die vor ihnen sitzen, einbezogen werden können. Und da gebe ich, ich kenne jetzt ihren Namen, ich gebe Ihnen recht. Ach ja, natürlich kennen wir uns doch. Ja, von Reckaler Gespräche, ne? Für alle, die teilnehmen, das war ein Einwurf von Herrn Völler, Bildungsjournalist, der kurz einwarf. Ja, vielen Dank. Jetzt kenne ich es ja auch wieder. Tut mir leid. Ne? Ja, nein, Herr Völler, wir arbeiten daran, auch Didaktiker arbeiten daran, wie kann man das alles in einem Medienmix so zusammenfügen, dass es für die Schüler in ihrer unterschiedlichsten Art, mit ihren Sprachmängeln, mit wie auch immer Sozialmängeln am besten betreut werden können. Aber wie dieses alles zusammenwirken soll, ich spreche gern dann von einem Unterrichtssystem. Da gibt es noch keine HETI-Studie oder andere Studien, die uns da, die dem Lehrkraft vor Ort Maßstab oder Richtlinie sein können, um möglichst viel rauszuholen. Oder sagen Sie mir, wo sie ist, sagen Sie es mir. Ja. Wir machen das mal richtig so. Ich bin jetzt kein totaler Gamification-Fan, aber weil Sie jetzt diese sozusagen die sozial devianten Jugendlichen, also die Systemsprenger, die gibt es übrigens auch im Gymnasium, das sind nicht nur in den Hauptschulen und so. Aber über Gamification kriegen Sie natürlich Schüler, die sich mit dem Buch und mit den klassischen Formen von Lernen, wie wir das in unseren Schulen vor 50 Jahren gemacht haben, nicht zurechtfinden. Über Gamification können Sie Leute einfangen, die Ihnen sonst davonlaufen. In Makerspaces machen Schüler mit, die vorher nicht mitgemacht haben. Ich finde nicht, dass die Digitalisierung dafür da ist, nur Randgruppen einzubeziehen. Aber Ihre Beispiele finde ich nicht tauglich. Also Systemsprenger, würde ich behaupten, kriegen Sie über bestimmte Formate des digitalen und analogen Lernens, soll ja nicht rein digitalisiert sein, kriegen Sie viel besser wieder beteiligt mit dem Schulbuch. Systemsprenger lesen keine Schulbücher. Nee, Systemsprenger vereinfacht, spielen aber Computerspiele, und zwar pädagogische. Ja, gut, das wäre zu beweisen, ob sie Computerspiele pädagogische spielen. Also, aber da würde ich jetzt widersprechen wollen. Ja, da würde ich jetzt ein Stück weit widersprechen wollen. Die stärkere Einarbeitung von Gamification in Unterrichtsgestaltung, das mag bis zu einer bestimmten Grenze, mag das durchaus möglich sein. Wir machen die Erfahrung, dass nach einer bestimmten Zeit, und wir reden ja hier, Herr Füller, wir reden ja hier von Klasse 1 bis Klasse 13. Ne? Da sind wir uns einig, also 13 Schuljahre. Nehmen wir die ersten beiden Jahre mal weg, nehmen wir jetzt von Klasse 3 bis Klasse 10, dass Kinder sich sehr schnell an solchen Sachen abgearbeitet haben, ja? Dass sie, denke ich mal, auch das, was dahinter ist, was dahinter steckt, sehr schnell durchschauen. Ja, dass sie quasi über einen Spieltrieb quasi an Inhalte herangeführt werden sollen. Und je höher sie in den Klassen kommen, umso mehr, glaube ich, werden diese Hilfsmittel, die auf den ersten Blick durchaus ja, verlockend erscheinen, ja, sich abnutzen. Und wir haben noch eins, da führe ich auch eine intensive Diskussion bei uns im Haus dazu. All diese Dinge verbrauchen Zeit. Sie brauchen viel Zeit. Und im Gymnasium, das merken wir auch immer mehr, geht es nicht nur darum, die unten zu inkludieren, sondern die oben zu inkludieren. Und da hören diese Dinge dann auf einmal sehr schnell auf. Der Gymnasiallehrer
der inklusiv tätig sein will, darf nicht nur auf die schauen, die über Ablenken oder über spielerische Herangehensweise zu Inhalten hingebracht werden können, sondern er oder sie muss auch schauen, dass es einen fließenden Durchgang in den Stoff gibt, damit die Kinder, diese Kinder auch entsprechend gefördert werden und am Ende hinkommen, wo die Eltern sie hinhaben wollen. Sagen wir es mal so. Ich möchte gerne einen Aspekt noch aufnehmen. Sie haben mir da gerade eine Steilvorlage gegeben, das nase rümpfende Schulbuch. Differenzierung zwischen coolen Startups, coolen Werkzeugeanbietern und der vermeintlichen Totholz-Fraktion der sogenannten Schulbuchverlage. Es ist ja nicht umsonst, dass wir keine Schulbuchverlage, sondern Bildungsmedienverlage sind, dass es der Verband Bildungsmedien ist. Das Schulbuch als Schulbuch ist doch heute nur noch ein Bestandteil von einer ganzen Phalanx von zunehmend digitalen Medien, die drumherum sind, beziehungsweise das Schulbuch selber, das es bisher kaum oder wenig zum Einsatz kommt, hat ja Gründe, die wir alle kennen, ist doch ein hochinteraktives Gerät mit Tools drumherum, die ja vielleicht sogar Gamification-Bestandteile haben. Das haben die. Natürlich sind denke ich mal, wirklich längst widerlegt, dass die Bildungsmedienverlage im Hinblick auf die Digitalisierung jetzt hinter die Start-ups zurückgefallen sind, die wir in den letzten Jahren oder die jetzt durch die Corona-Krise hoch sind. Alle Verlage sind inzwischen dabei, und das schon seit einigen Jahren, ihre Inhalte, ich betone dies, die immer noch jahrgangsbezogen, fachbezogen und schulformbezogen angeboten werden. Das wollen wir, das behaupte ich jetzt einfach mal, das werden wir auch so beibehalten, weil es eine politische Vorgabe ist, die, soweit ich weiß, bisher von keinem Kultusministerium in Frage gestellt wurde. Aber innerhalb dieses Rahmens ist die Digitalisierung unseres Angebots, die Multimedialisierung unseres Angebots, denke ich mal, mit Sicherheit auf der Stufe auch, in dem verschiedene Start-ups sich bewegen, die halt eben da, ja, wie soll ich sagen, selektiver vorgehen, die halt eben auch deren Inhalte, und ich glaube, wie gesagt, wir arbeiten mit 14.000 Autoren zusammen, deren Inhalte auch viel selektiver sind, sich auf bestimmte Themen beschränken oder als ergänzende Medien wahrgenommen werden. Dort mögen die auch sinnvolle Aufgaben erfüllen, das ist gar kein Thema. Aber dass die Lehrkraft, die normale Lehrkraft, die auch noch einen Haufen anderer Probleme hat, weiterhin einen roten Faden durch den Unterricht braucht, egal wie der multimedial aufbereitet ist, wie intensiv Audios, Filme, Animationen, was auch immer mit eingebaut werden, auch natürlich adaptives Lernen, das ist die nächste Sache, die kommt, wo wir auch intensiv dran arbeiten, um genau das, was Herr Füller sagt, nämlich Kinder, die vielleicht doch eher mehr auf der Gaming-Schiene so unterwegs sind, besser integrieren zu können. Dort sind die Schubo-Verlage oder die Bildungsmedienverlage alle sehr gut unterwegs und mit Sicherheit auch auf der Höhe der Start-ups, ob die nun Bettlermarks oder Sofa-Tutor oder Simple Club heißen, da brauchen wir keinen Vergleich mehr zu scheuen. Und damit käme ich vielleicht nochmal zum Kern dessen, was wir eigentlich nochmal ansprechen wollen. Haben Sie das Gefühl, in der Bildungspolitik setzt sich zunehmend der Gedanke durch, noch vor 2 Jahren war es ja im Prinzip so, wir kaufen die Tablets, machen sie auf und dann ist die Bildung da drauf. Und man macht ja das Beispiel, ich mache das Schulbuch auf, also das physische analoge Schulbuch, klappt es auf, steht nichts drin, sind leere unbedruckte Seiten drin. Dass die Wahrnehmung ist, die 800.000 Lehrkräfte, 10, 11 Millionen Schülerinnen und Schüler, die brauchen schon so wie auch ein Handwerker, ich war ja mal Tischler, Werkzeuge braucht, um etwas zu bauen, dass sie Werkzeuge brauchen. Und Werkzeuge sind halt auch verschieden verarbeitete, digitale, analoge, hybride, wie auch immer. Ja, Content, ja. Content-Fragmente, Bausteine, Module, Produkte, die irgendwo herkommen müssen und die nicht unbedingt nur die Schüler und Eltern anschaffen müssen. Auf jeden Fall. Unsere Erfahrung lehrt, dass auch der beste Lehrer braucht
denke ich mal, Unterstützung durch von anderen qualifizierten Leuten zusammengestellte Materialien, um seinen Arbeitsaufwand überschaubar zu halten. Das ist gar kein Thema. Schauen Sie sich die ganzen kostenlosen Angebote an, die heute ja auch, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Mundo. Kennen Sie das, Herr Füller? Kennen Sie? Und was halten Sie davon? Herr Füller hat kein Mikro. Sagen Sie mal, was Sie davon halten. Dann sage ich mir, was ich davon halte. Nein. Das war jetzt. Mundo gibt es seit einem Jahr. Ja. Das gibt Sie seit 150 Jahren. Ja, das sind ja schon. Warten Sie noch 2 Jahre, dann ist Mundo so stark wie Wikipedia. Nee, nicht mal ansatzweise. Nein. Also nicht mal ansatzweise. Das sind 48. Das sind 48.000 Materialien. Für Streaming, Herr Füller sagt, also Mundo sei in 2 Jahren so groß wie Wikipedia, das war die Aussage. So gut, nicht so groß. Nicht mal ansatzweise. Nein, diese Materialbörsen, da steht kein schlechter politischer Wille dahinter. Die sollen den Unterricht bereichern, aber es bleiben Bruchsteine, es bleiben vielleicht kleine Unterrichtssequenzen, die eins gegenüber den Medien, die man da früher einsetzte, gemein haben, sie werden rechtesicher gemacht. Das ist in der Tat so. Ja, sie werden die Lehrkräfte vor Ort laufen nicht mehr Gefahr, hier Sachen in den Unterricht reinzutragen, die rechtlich nicht einwandfrei sind. Das ist lange Zeit passiert und da ist die Kultusbürokratie sehr dahinterher, dass das so nicht mehr passiert. Unterrichtskonzepte wie auch Unterrichtsbausteine oder auch, sage ich jetzt mal, ein Lehrgang, so schlimm das Wort sich auch anhört, mit dem eine Lehrkraft in Physik ein halbes Jahr in der Oberstufe sauber zurechtkommt, werden Sie dort nie finden. Sollen wir darüber ernsthaft mal 2 Sätze reden? Nee, leider nicht, weil wir jetzt 5:02 haben und genau jetzt aufhören müssen. Aber Herr Füller, wir haben im Nachgang hier off the record haben wir noch jede Menge Zeit zu reden. Ich muss an der Stelle, wir müssen 5 Schluss machen, weil wir nämlich noch hier einen Test haben. Ja, also ich würde dann gerne ein bisschen weitermachen. Und deswegen möchte ich an der Stelle Herrn Dr. Schell, Herrn Füller und dem Publikum fürs Zuhören danken. Die Diskussion ist etwas anders gelaufen, als ich mir es vorgestellt hatte. Das macht aber gar nichts. insofern setzen wir es doch hinterher fort. Aber wie gesagt, wir müssen hier einen kleinen Technikcheck machen. Und deswegen ganz herzlichen Dank an alle Zuhörenden bis hierher. Vielen Dank. Ich habe zu danken, ja.